Artistin des Staatszirkus der DDR reiste sie mit ihrer Eisbärendressur durch alle Herren Länder. Wir haben mit ihr den Tierpark Berlin besucht. Dort traf sie auf Troll und Eiger, zwei Eisbären, die sie bis dahin noch nicht kannte. Ursula Böttcher auf dem Weg zum Eisbärengehege im Tierpark Berlin. Die gebürtige Dresdnerin hat Erfahrung mit den Königen des Eises. Knapp 40 Jahre ist sie mit ihren Tieren im Zirkus aufgetreten. Hatte Engagements in allen Teilen der Welt. Das ist zu kalt, ich würde da auch nicht reingehen. Die haben mich immer so gefragt, wenn wir irgendwo mit unserer Gruppe in der Gegend waren, wo es kalt gewesen ist, richtig. Und dann, ich habe dann immer da gestanden und gebibbert und so den Kopf eingezogen. Dann haben die mich immer gefragt, Sie arbeiten doch mit Eisbären, wie können Sie denn frieren? Also das war dann, ich habe immer gefroren. Doch dann wagt Eisbären Eika doch noch den Sprung ins kalte Wasser. Für Ursula Böttcher kam im Jahr 2000 das plötzliche Ende. Nach der Wende war der Staatszirkus der DDR von der Treuhand übernommen worden. Und die löste die Eisbärennummer auf, in der sich die 1,58 Meter kleine Frau von den über doppelt so großen Eisbären küssen ließ. Die Tiere wurden auf Zoos in der ganzen Welt verteilt. Das war so abrupt. Wenn man den ganzen Tag mit den Tieren zusammen sind und dann in der Manege diese Spannung, die dann da ist und auf einmal über Nacht ist das alles weg. Tiere weg, Arbeit weg und man weiß nicht warum. Ein herber Schlag, den die ehemalige Domteuse bis heute nicht verwunden hat. Das sind alles meine Kinder gewesen, meine Jungs. Und ich habe mich auch mit denen unterhalten, wie mit Menschen, wenn ich früh gekommen bin oder nachschauen, ob sie alle in Ordnung sind oder ob einer vielleicht einen kränklichen Eindruck macht, was ja auch manchmal vorgekommen ist. Oft meistens, wenn sie Zahnschmerzen hatten oder so irgendwie missgestimmt waren. Die Arbeit mit den Eisbären, das war ihr Leben. Damals in der Manege lernte Ursula Böttcher den Charakter ihrer Tiere genauestens kennen. Das ist bei Eisbären das gleiche wie bei Menschen. Ich habe recht intelligente Eisbären und ich habe auch welche, wo es ganz schön hapert mit der Intelligenz. Und es ist dann so, dass diejenigen, die sich gelehrig zeigen und intelligent sind, die meiste Arbeit machen müssen. Anderen, vielleicht wollen die anderen sich auch bloß drücken, das kann man ja nie rausfinden. Und es war ein nicht ungefährliches Leben. Eisbären sind Raubtiere. Und sie lassen sich nicht anmerken, in welcher Stimmung sie gerade sind. Es ist besonders schwierig bei Eisbären, dass man vorher nicht erkennen kann, wenn sie in schlechter Laune sind, wie bei Löwen und Tigern, Leoparden. Die sind ganz ruhig, die sagen nichts. Und wenn die schlechte Laune haben, dann ist es meistens schon zu spät, dann fühlt man es, dann haben sie ihn schon erwischt. Mit dem Ende der Eisbärennummer kam auch das berufliche Aus für Ursula Böttcher und ihren Assistenten Joachim Krebs. Sie sind seitdem arbeitslos. Geblieben sind die Erinnerungen an eine bewegte und glamouröse Zeit. Manchmal setze ich mich auch zu Hause hin und dann schaue ich danach und dann denke ich, ach ja, mein Gott, das war so und so und dies und jenes. Manchmal ist es traurig, manchmal ist es schön, kommt drauf an, wie man gerade in Stimmung ist. Sie hat es mit gefährlichen Raubtieren aufgenommen. Sie stand mit 10 Eisbären gleichzeitig in der Manege. Doch ein Tier hat sie nie in den Griff bekommen. Attila. Attila, komm hoch.